Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Let's Play Amnesia. Wir haben jetzt eine ziemlich lange Pause gemacht und ich weiß auch gar nicht mehr so recht, wobei wir gerade waren. Ich gucke mich gerade ein bisschen um. Maschinenteil, Handbohrer, Nadel. Körperlichen Zustand verbessert. Okay, Laterne, okay, die ist klar. 18 Zunderbuchsen. Was müssen wir denn gerade machen? Momentos. Finde raus, wie man den Motor startet. Den okay, finde mich. Okay. Gucken, ob ich überhaupt noch auf das Spiel klarkomme. Oh. Ne, hier war ich ja falsch. Oder? Ich glaube, hier ging es nicht weit. Boah, ist das dunkel. Ganz vergessen, wie dunkel das Spiel ist. Aber hier ging es auch nicht weiter. Was liegt da Schönes? Welche Taste war denn nochmal die Lampe? Okay, es war F. Okay, aber trotz der langen Pause habe ich noch genauso viel Schiss. Oh, hier ist noch eine Zunderbüchse. Habe ich noch genauso viel Schiss wie sonst auch. Hieran kann ich mich noch erinnern und haben wir letztes Mal dieses Vieh wieder gesehen. Es lässt sich nichts bewegen. Okay. Das haben wir ja die ganze Zeit nicht aufbekommen. Oh, wie wirft man denn nochmal? Hallo? Mit rechtem Maustaste? Ja, mit rechtem Maustaste. Okay. Nein, falsch. Ja, genau. Mementos. Ich gehe noch mal kurz hier raus, also hier zurück. Wahrscheinlich wird in dieser Folge jetzt nicht allzu viel passieren, weil ich mich erstmal wieder reinfinden muss. Aber naja. Okay, hier ist es wenigstens schon mal schön hell. Und hier oben war doch dieses Gästezimmer, oder nicht? Das erstmal mit der Warnert hin. Gästezimmer. Da gehe ich dann noch mal kurz rein. Ich brauche unbedingt einen anderen Stuhl, wenn ich ihn aufnehme. Der quietscht die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie gut man das in den Videos hört, aber mich stört das gewaltig. Wow. So, und noch mal kurz gucken. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Ich guck mir hier nochmal. Komm weg. Kann man ihn auch rausziehen? Nee. Das war's dann wieder. Ich lasse einfach alles auf. Dann weiß ich, wo ich schon war. Okay, die konnte man rausnehmen. Hier ist auch nichts. Oh. Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then.
Ich glaube, das ist der Schlüssel. Bisschen erst kaputt machen, oder wie? Zack. Ja, schön. Ich wollte nämlich... Boah, ich dachte, da habe ich was gesehen. Ich wollte nämlich gerade sagen, bevor ich mit diesem Bilderrahmen genau angeguckt habe, wollte ich sagen, es hat bestimmt was mit den Bildern zu tun. Das wird voll passen an dieses alte, mittelalterliche Schloss. Und zack, war es direkt hinter dem ersten Bild, das wir angeguckt haben. Das ist doch schon mal schön. Ich finde auch, okay. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Öl, weil es ist echt krass wenig. Warte, was hatten wir noch? Oh, falsche Taste. Finde den Schlüssel. Den habe ich gerade gefunden. Finde im Studienzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Ich gucke erstmal, ob ich den Maschinenraum jetzt aufkriege. Das Spiel doch ganz schön vermisst, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich da so schnell wieder reinfinde. Jetzt schon wieder total atmosphärisch, obwohl ich keine Ahnung, wie lange nicht gespielt habe. So. Und ich hoffe, uns erwartet hier nichts allzu Schlimmes. Aber wir kennen ja das Spiel. Bis jetzt sieht es zwar noch hell aus, aber das heißt gar nichts. Warum hat sich unser Zustand gerade so verschlechtert, obwohl wir in der Nähe vom Licht waren? Ein bisschen Öl würde uns bestimmt nicht... Zu, bitte. Okay, was höre ich denn hier Schönes? 5. Juli 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may in fact have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Okay. Was ist das denn Schönes? Oh, es ist hier doch gar nicht so dunkel. Warum? Was ist los mit dem? Kann hier vielleicht ein Licht anmachen oder so? Das jetzt anmache oder. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Ich gucke mir erstmal noch ein bisschen um, aber. Nee. Scheint hier nichts mehr zu geben. Nee. Was ist das denn? Warte mal. Journal, Moment. Finde raus, wie man den Motor startet, den Aufzug ändern. Okay. Was das ist? Keine Ahnung. Hallo, geht auch wieder runter. Erstmal hier runter und guck mir alles an, bevor ich jetzt wieder
irgendwas nicht verstehe. Hier ist noch eine Tür. Hier geht's auch noch mal runter. Ich gucke erst mal, was es hier gibt. Und das sieht doch auch schön hell aus. Aber was ist das? Hier ist eine Notiz. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in ihrem Schulzimmer für den Fall, dass wir alle drei brechen. Okay, einmal gucken. Vier Phasen. So, ich habe eine Idee. Guck mal. Dreieck für das hier. Das hier für vier. Fehlt uns aber noch der letzte. Wenn das jetzt überhaupt richtig ist, ich bin mir da nicht mal ganz sicher, aber ich schätze mal, weil hier stand ja irgendwas von drei irgendwas. Hier stand was mit Viereck, glaube ich. Oh, zwei Zunderbüchsen, das ist cool. Das ist sehr cool. Ich gucke hier gerne nochmal. Hier ist noch ein Notiz. 14. Juli 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Okay. Oh. Da hat man meine Stimme jetzt gar nicht gehört. Ich würde gerne noch mal ganz kurz was gucken. Nein, nicht hier. Oh, wie kann man da denn noch mal drauf? Hör ich da gerade Schritte? Ne, gut. So, Notizen. Nein. Wenn ich das mit dem Mausrad anklicke, öffnet sich das auch. Ist ja komisch. Im Falle eines fehlenden Stabs. Okay. Vielleicht. Hier. Müssen wir nochmal zurück ins Studienzimmer und hier das letzte Teil vielleicht noch finden. Müsste das eigentlich funktionieren. Hoffe ich. Einmal gerade auf die Uhr gucken. So, haben noch ein bisschen. Hier gibt es keine Tür, das finde ich schon mal schade. Of July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if I feel like I'm falling into myself.
what's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Okay, alle tot. Klingt nicht so schön. Ich frage mich echt noch, ob wir irgendwann den Zusammenhang... Es müssen noch fehlende Zahnräder eingesetzt werden. Hier lag doch gerade eins. Können wir das wieder nehmen? Ich probiere einfach mal, ob die hier gemeint sind. Oder ob wir das... Ja, dann laufe ich gerade mal noch zurück. Da lag ja noch... Ich laufe mal nicht so schnell. Nicht, dass wir... Hä, es ist total hell. Und trotzdem... möchte ich hier ganz schnell wieder weg. Ah, man kann sogar rennen, wenn man ein Objekt in der Hand hält. Das ist schön. So. Und war da nicht noch eins in diesem Raum, den wir ganz am Anfang geöffnet haben? War das der hier? Ich höre definitiv Schritte. Ich habe keine Lust, Schritte zu hören. Boah. Boah, Schritte machen mich schon komplett fertig. Boah, das war laut. Was war das? Ist da was runtergefallen? Komisch. Komm nicht mal schnell. Und gehe einfach wieder ins Licht. Ich will diese Tür gar nicht aufmachen. Hm, geht noch. Auch keine Schritte mehr. Ist auch sehr schön. Och, dieses Zahnrad macht nervige, laute Geräusche, die mich erschrecken. Auch wenn ich direkt weiß, warum ich sie, wie ich sie verursacht habe. Nicht warum. Warum weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu dämlich bin. Kann man da noch weiter? Da hinten? Da ist nochmal ein Hebel. Komm, wir haben genug Zunderbüchsen. Büchsen, was auch immer. Oh. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Das möchte ich gerne öfter lesen. Habt ihr bestimmt mitbekommen, was da stand? Und zwar eine volle Laternenfüllung. Gerne, gerne, gerne. Das Fass enthält einige Tropfen Öl und... Wir haben eine volle Laterne. Boah, ist das schön. Das... Oh, da fühlt man sich direkt ein Stückchen froher. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, das klingt ziemlich dämlich. Aber egal. Ich bleib erstmal hier. Und gucke nochmal gerade was. Okay, ich denke, wir müssen nochmal ins Studienzimmer. Also nochmal raus hier. Wenn ich stehen bleibe und nichts sage, ist es ein Zeichen dafür, dass ich gucken möchte, ob ich Schritte höre, die nicht meine eigenen sind. Denn das wäre ziemlich blöd. Was war hier drin? Hm. Ich
gehe mal wieder hier raus. Das ging ja noch. Ich dachte, das ist ein bisschen schlimmer gemacht. Aber das wird bestimmt noch. Spätestens, wenn wir die Maschine wieder anschmeißen sollen. Da erwartet uns da bestimmt wieder total Schönes. Okay, dann mache ich hier mal die Tür zu. Dass nicht ein Durchzug entstehen lässt. Wissen ja alle, das ist ganz gefährlich und ganz schlimm. Studierzimmer. Ja, und ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge gemeinsam ins Studierzimmer gehen und gucken, was wir da Schönes finden, beziehungsweise ob wir da überhaupt irgendwie um die Trümmer herumkommen. Denn ich kann mich an das Studierzimmer gar nicht mehr erinnern. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!